Herzlich willkommen, meine Freunde. Es geht weiter in Part 5 von Die Power Rangers Dino Thunder. Ja, ich habe schon letztes Mal gesagt, hier die 20 Gegner. Und bevor ich jetzt wieder ewig lang rumrede, fange ich direkt an. Ja, wir haben die gelben Ranger im Moment. Und, manche von diesen Gegnern hier haben sich... Ja, genau. Manche dieser Gegner, die sehen aus wie Menschen. Also, die haben sich wie Menschen hier getarnt. Und da soll man jetzt mal so 20 Stück finden, ne? Ich denke mal, danach wird nichts Direktes mehr folgen, sondern danach wird die Mission dann einfach vorbei sein. Also das ist eine ganz einfache Mission eigentlich. Nur so 20 Gegner finden und dann haben wir das auch schon wieder in der Tasche. Ja, so, die Welt kennt ihr vielleicht noch. Hier habe ich schon, glaube ich, eine Mission habe ich hier sicher schon mal gemacht. Das war sogar gleich die allererste, wenn ihr euch vielleicht erinnern könnt. Vielleicht könnt ihr auch nicht erinnern, aber es war die allererste Mission. Die habe ich da mal angespielt, beziehungsweise Let's Played. Und ja, wir gehen weiter. Ja, jetzt haben wir immerhin schon 4 Stück weg. Aus diesen Cachen hier weiß man nie, was hier für Gegner rauskommen oder irgendwelches krummes Zeug. Man weiß, wie gesagt, nie Bescheid. Aber wir kriegen das schon hin. Ja, jetzt haben wir schon ein gutes Viertel. Und ja, okay, das hier ist sowieso nichts Interessantes eigentlich. Bisschen was abräumen halt, paar Münzen abstauben und das war's auch schon. Dann können wir weitergehen. Und wo geht's weiter? So. Gehen wir erstmal hier nach unten, habe ich hier... Oh, da habe ich noch einen ausgelassen. Der wäre mir fast... Oh, noch mal einer. Noch 2. Oh Mann, die wären mir fast alle durch den Lappen gegangen. Da hätte ich wohl Pech gehabt dann anscheinend. Wow. Verstecken sie... verkleiden sich sogar als Frauen. Ja, Frauen, die dann so dran stehen. Oh, ich bin gefährlich und ich bin ein Zombie oder keine Ahnung, was das immer für Viecher sind. Auf jeden Fall, die sollen... Die wirken richtig aggressiv, beziehungsweise sollen anscheinend richtig aggressiv wirken. Das ist eine Statue und den haben wir gleich mal wieder rausgeholt. Also... frisch eingefroren oder ja gesteinigt in dem Fall, aber den können wir auch gleich so direkt vernichten. So, jetzt haben wir noch 12 Stück vor uns. Genau. Und wie gesagt, wenn man irgendeinen anderen Gegner, der einmal auf dem Weg läuft oder so erwischt, das ist scheißegal. Man muss die speziellen 20 finden, die man hier braucht. Ansonsten kann man eigentlich gleich wieder absagen. Hat keinen Sinn und keinen Nutzen an dieser Stelle. Ganz genau. So. Okay, da oben haben wir mal keine, aber da ist wieder mal so eine... Entschuldigung, ich habe wieder leichten Husten. Ist leider so. Ich hoffe mal, dass die Zeit jetzt bald vorbei sind. Habe ich im letzten Video auch schon angesprochen. Ja, ein bisschen heißer bin ich auch von der Stimme her. Wenn ihr euch vielleicht noch erinnern könnt an mein schlechtestes Video, das ich ever gemacht habe. Mein schlechtes Video ever, genau. Da. Da habe ich vergessen zu räuspern, vergessen zu huschen. Ich habe alles vergessen. Ich habe einfach nur stur weitergeredet und das war so richtig scheiße. Also, es war nicht unbedingt ein Rauschen, aber meine Stimme war so richtig verkotzt und verrotzt und so. Also, die hat so richtig geklungen, als hätte ich den total richtigen, ja, Hustenanfall oder voll verschleimten Hals einfach, ja. Also, ich konnte wirklich kaum noch reden. Ich war froh, dass ich dann das Let's Play noch gerade so zu Ende geschafft habe. Hätte sonst ein bisschen bitter ausgehen können eigentlich, ja. So, den machen wir gleich, wenn wir wieder zurückkommen von hier. Oh, da haben wir doch noch ein paar normale Gegner. Ich habe gedacht, da kommen nur ein paar Menschen auf dem Weg noch. Aber ihr seht, es gibt doch noch ein paar andere Sachen hier. Und den Gegner noch. So, da drin ist bestimmt ein Herz oder sowas in der Art. Genau. Aber da ich sowieso noch keine Leben verloren habe, ist das eigentlich scheißegal jetzt eigentlich an dieser Stelle. Und wir können wieder zurückgehen. So, wir haben erstaunlicherweise noch 8 Gegner, was bedeutet, dass wir schon bald wieder fertig sind. Wie gesagt, die Let's Plays gehen hier richtig schnell. Ich bin ehrlich gesagt auch von mir selber nicht wirklich so begeistert, dass ich dieses Spiel hier genommen habe, aber mir fehlt die Zeit, die anderen Spiele einfach noch ein bisschen zu zocken. Deswegen muss ich jetzt einfach die nehmen, wo ich einfach gut beherrsche. Und da gehört halt dieses Spiel leider Gottes einfach dazu. Es ist leider so. Und ja, deswegen muss ich das jetzt hier machen, weil sonst, wie gesagt, ich will die Retrophase wirklich separat machen. Ich will nicht irgendwie die Retrophase abbrechen. Vielleicht überlege ich es mir doch noch irgendwann mal, aber... jetzt im Moment bin ich echt dagegen, die wirklich abzubrechen. Und ich gebe es auch zu, die Grafik ist ehrlich gesagt richtig scheiße. Ich bekomme es zwar auf 720p für HD hin, aber es ist nicht wirklich HD, wenn man sich das mal so anschaut. Also das ist wirklich ehrlich gesagt eine grottenschlechte Grafik. Ich bin von mir selber wirklich hier eigentlich enttäuscht. Und da ich eigentlich mit so einem Scheiß, ehrlich gesagt, also vor allem diese Spiele hier sind der absolute Grottenscheiß hier eigentlich. Aber wie gesagt, ich muss das jetzt playen, weil, ja... erstens mal Spielverschwendung, zweitens, ich habe die anderen Spiele noch nicht drauf, muss die üben, muss die vertiefen, muss die in mein Gedächtnis reinpressen richtig, dass ich die drauf habe. Und deswegen, ja,
frage ich mich eigentlich, oder beziehungsweise würde ich gerne mal eure Meinung dazu hören, was ihr von diesen Spielen eigentlich haltet und wie ich eigentlich zu über 500 Abonnenten gekommen bin mit diesem Quatsch. Ja, also wirklich mit diesem Schwarz-Weiß-Effekt eigentlich. Aber ihr wisst es von meiner Aufnahmemethode her, ich habe die Elgato Game Capture genommen oder halt, ja, mal gekauft. Ich habe erfahren, dass man damit eigentlich nur Xbox 360 und die PS3 aufzeichnen kann. Aber da ich ein schlauer Fuchs bin und mich mal so ein bisschen informiert habe und ich habe auch kaum was gefunden, auf Google gibt es kaum was zu Elgato. Es gibt höchstens vielleicht zwei Websites oder so. Also ich habe da noch nicht mehr gefunden oder vielleicht ein paar Forens kann man was nachlesen, aber da gibt es absolut sonst gar nichts zu finden. Es ist wirklich Totenstille. Ja. So, jetzt haben wir noch einen Gegner. Haben die hier oben diesmal gar keine Münzen dagelassen, oder? Ja, irgendwo wird der hier schon rumstreunen, der Wilde. Und wenn nicht, dann... daneben nicht. Hier höchstwahrscheinlich nicht. Oder? Nein, denn hier an dieser Stelle, wo ich gerade bin, da kommt dann mal der Boss irgendwann hier in diesem Level. Ja, genau. Also in jedem Level gibt es eigentlich einen Boss und mehrere Missionen. Also ihr seht, das Level, wie gesagt, habe ich auch schon öfters gemacht. Ihr wisst es auch. Ja, so, da ist der. Bevor ich den aber angreife, können wir auch hier schnell ein bisschen was holen. Da gibt es genau ein paar Leben noch. Aber wie gesagt, die sind eh sinnlos eigentlich an dieser Stelle. Wow, und da kommt noch ein Gegner raus. Das ist doch ein bisschen überraschend gewesen an dieser Stelle, aber naja. So, jetzt schaue ich noch links. Da ist nichts mehr. Gut, dann würde ich vorschlagen, beenden wir die Mission. Schlagen wir noch voll aufs Maul. Mission erfüllt. So. Ja, also ich will jetzt nochmal hier zurückkommen auf dieses Thema. Dieses Spiel wäre auch in farbig eigentlich. Es ist ein Game Boy Advance Spiel. Ich weiß nicht, wie ich mich selber dazu überreden konnte eigentlich, dass ich, sogar Spiele, die sowieso schon eigentlich nicht die beste Grafik haben, dass ich die sogar noch in Schwarz-Weiß dann aufzeichne. Bei normalen Gameboy-Spielen ist das kein Problem. Also zum Beispiel bei Wario Land, für, also das, was ich auch gerade Let's Play, den ersten Wario Land-Teil, beziehungsweise Super Mario Land 3, das ist so, der ist auf dem normalen Gameboy eigentlich und wie gesagt, ich nehme das hier über den Gameboy-Player an der GameCube auf. Easy go. Wie ich das wirklich mal machen kann, vielleicht mache ich wirklich mal ein Tutorial, zeige euch das, wie das mit den Anschlüssen geht, was man für Kabel braucht und alles. Das ist kein Problem. Ihr müsst mich nur anschreiben, müsst mir nur Bescheid sagen. Ich komme dann auf euch zurück. Ich werde jede Frage so gut wie ich kann beantworten, wenn ich Zeit dazu habe. Und ja, dann verabschiede ich mich mal hier. Nächstes Mal seht ihr hier schon wieder, das ist der blaue Ranger. 16 Gegner und von der Musik her kann man eigentlich hören, oder ich zumindest, ich weiß das. Diese 16 Gegner besiegt man, im nächsten Part dann die nächsten. Und dann, also das ist ganz sicher ein Boss-Level. Da kommt auf jeden Fall der nächste Boss, also der zweite, auf uns zu. Und nachdem ich jetzt so viel ewig lang gelabert habe, sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut!